Jo, ich bin im WrestleMania-Fieber und dementsprechend werde ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie ich mich als Pre- und Reviewer mache. Ich werde das dann so zusammenschneiden, dass man erstmal der vorherige Predictions bzw. was ich erwarte von einem Match halt sagen werde und dann werde ich dann meine hinterherige Review, also nachdem ich das Event gesehen habe, werde ich hinterher schneiden. In der Videobeschreibung findet ihr dann die Timemarks zu den entsprechenden Matches. Ich weiß noch nicht, ob ich Preview und Review teilen werde in den Timemarks oder ob ich einfach nur sage, so, das ist die Portion zu dem Match. Je nachdem, wie ich Zeit finde. Und das mache ich dann für WrestleMania nochmal und dann gucke ich, wie es mir gefällt. Ob ich das für andere Pay-Per-Views auch nochmal mache, wie auch immer. Muss natürlich dazu sagen, ich bin kein Experte. Meine Meinungen sind teilweise überhaupt nicht revolutionär. Ich werde auch ein bisschen Fantasy-Booking machen, was wahrscheinlich auch nicht besonders revolutionär ist. Das ist einfach nur meine Meinung, meine Erwartung, was ich als Fan denke. Ist vielleicht interessant, vielleicht nicht. Mal sehen. NXT TakeOver Orlando startet mit dem 8-Person-Mixed-Tag-Team-Match zwischen Sanity und der aktuellen Fehde Ty Dillinger, der ja in Sanity nicht mitmachen will. Obwohl Eric Young das so gerne hätte und dementsprechend hat sich Ty Dillinger Unterstützung geholt in Form von Roderick Strong, No Way Jose und Ruby Riott, die ja vor kurzem debütiert ist, oder was heißt vor kurzem, aber sie ist noch nicht lange im Roster. Und die treten halt zusammen an gegen Sanity, bestehend aus Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane und Nikki Cross, auf die ich mega gehypt bin. Ich finde sie super, sie spielt ihren Charakter genial. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie oft verliert oder öfter verliert, als sie gewinnt. Im Aufbau sahen Sanity relativ, also nicht schwach in dem Sinne. Sie sind immer noch ein gefährliches Stable. Aber sie sind klar unterlegen gewesen im Aufbau. Und deswegen denke ich übrigens, dass Sanity gewinnen wird. Klingt total dämlich. Nach WWE-Logik würden Sanity auf jeden Fall gewinnen. Weil nach WWE-Logik ist der, der im Aufbau stärker aussieht, meistens der Unterlegene im richtigen großen Match. Nicht immer, aber meistens. In diesem Fall denke ich, dass Sanity einfach noch ein bisschen etabliert werden muss über diese Fehde mit Ty Dillinger. Ty Dillinger ist ja sowieso so ein, es klingt böse, aber so ein bisschen Edeljobber. Ich fände es gut, dass man in diesem Match noch ein paar, also Roderick Strong auf diese Weise auf die Karte packt. Der packt eigentlich immer ziemlich gute Matches aus. Ich fand sein Match gegen Andrade Cien Almas, letztes Takeover, war ein Match of the Night für mich tatsächlich. Es ist nicht die populäre Meinung, aber für mich war es das. Ruby Riott ist jetzt eher Takeover-Debüt und wenn man sich Takeover-Debüts so anguckt, so Nakamura oder Austin Aries oder auch Bobby Roode war, glaube ich, auch bei Takeover sein Debüt-Match, die haben eigentlich immer gewonnen. Ruby Riott hat aber eher nicht ihr erstes NXT-Match bei Takeover, die hatte ja vorher schon Matches bei NXT. Und deswegen denke ich halt, dass man dadurch. Vor allem, weil auch einer der Männer einen anderen Mann pinnen kann, wodurch dann Ruby nicht geschwächt wird bei ihrem ersten Takeover-Match, denke ich, dass das halt mehr Raum gibt für Sanity, um zu gewinnen. Und wenn man die über diesen Sieg aufbaut, dann kann ich mir halt vorstellen, dass man dann mit denen so eine richtige große Storyline für NXT an sich aufbauen kann. So, weißt du, man könnte ja mit Alexander Wolf und Killian Dane, könnte man die Tag-Team-Titel holen von den Authors of Pain oder DIY oder wer auch immer die gerade hält. Nikki Cross könnte in die Women's Fehde, da war sie ja schon einmal drin, die Women's Championship Fehde. Sollte Asuka den Titel behalten, könnte man sie sehr, sehr leicht einstellen, aber gegen Ember Moon wäre es zumindest auch eine frische Paarung, je nachdem, egal wer gewinnt, man könnte Nikki Cross da reinbauen. Ruby Riott dann auch, wenn die Fehde zwischen den beiden weitergeht, könnte man wieder ein Fatal 4-Way-Match machen. Nikki Cross könnte sich den Frauentitel holen, dann hätte man schon zwei von drei Titeln im Stable. Und dann könnte man aufbauen, Eric Young auf der Jagd nach dem NXT-Champion-Titel, damit Sanity die komplette Dominanz über das komplette Roster haben. Und ob er diesen Titel holt oder nicht, wäre dann ein spannendes Element in dieser Fehde. Je nachdem, wie man das dann aufzieht. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich in Betracht ziehen würde. Ich denke, dass das sehr gut funktionieren könnte. Eric Young ist auch sehr gut am Mikrofon, der könnte das super rüberbringen. Auf diesem Match jetzt, wenn wir jetzt bei dem Match bleiben, ich denke, Sanity gewinnt. Ich denke, das Match wird gut. Die Leute, die drin stehen, sprechen dafür. Und ich hoffe auf eine starke Darstellung für Nikki Cross. So, an dieser Stelle schere ich aus der Zukunft ein. NXT Takeover ist vorbei.
Und ja, schauen wir mal, ob ich richtig getippt habe. Das 8-Person-Tag-Team-Match habe ich richtig getippt. Sanity hat gewonnen. Das Match war schnell. Es war sehr intensiv geführt. Also, wie es die teilweise aus dem Ring gefegt hat, war schon ziemlich stark. Man hat Nobel Jose im Vornherein aus dem Match rausgeschrieben, um dann stattdessen Cassius Ohno ins Match zu stellen. Mit seinem Re-Debüt quasi. Der Meister der Knockouts oder Knockout Artist oder wie auch immer sein Gimmick sich genau nennt. Sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Generell sah keiner der 8 im Match beteiligten Menschen schlecht aus. Also sie gehen alle ein bisschen gestärkt raus. Ty Dillinger hat mal wieder den Pin gefressen. Kann man machen, um halt alle anderen nicht zu schwächen. Aber es ist halt trotzdem schade, dass Ty Dillinger ständig die Pins frisst. Die Frauen haben das Match zwar angefangen, sind aber relativ schnell rausgetaggt und haben dann zwar ständig eingegriffen, waren aber nicht mehr offiziell im Match. Dadurch hat man halt verhindert, dass dadurch, dass ja nur die Frauen gegen die Frauen antreten können, die Männer gegen die Männer, dass quasi ein Tag die komplette Geschwindigkeit aus dem Match rausnimmt, hat man dadurch sehr gut verhindert. Ich bin immer noch nicht 100% gesellt auf Ruby Riott. Die sah teilweise ein bisschen ungeschickt aus, aber man hat sie quasi als genauso verrückt wie Nikki Cross dargestellt, oder beziehungsweise sie ist furchtlos und sie ist aggressiv, aber sie ist nicht so verrückt wie Nikki Cross. Ja? Und die haben sich eigentlich sehr gut aufgehoben. Sie haben sich ständig gegenseitig abgefangen, neutralisiert. Es gab einen Missile Dropkick von Ruby Riott vom Apron nach draußen gegen Nikki Cross, der sah fantastisch aus und war gleichzeitig der härteste Bump des ganzen Matches für Ruby Riott selbst. Das war also schon stark von ihr, muss man ihr lassen. Und ja, Alexander Wolf hat hauptsächlich eingesteckt auf Sanity Seite. Killian Dane durfte den Pin holen und steht jetzt übrigens auch in der Andre the Giant Memorial Battle Royal bei WrestleMania, was ziemlich cool für ihn ist. Ja, Sanity haben quasi, also das war nicht so ein Tag-Team-Match mit vielen gemeinsamen Aktionen. Es war eher so Sanity, so wild durcheinander, schnell geführt, hart geführt. Was halt ein sehr guter Look für Sanity ist. Das passt halt perfekt zum Gimmick, dieser Art der Matchführung. Und dementsprechend ist als Opener sehr gut. Hat richtig Bock gemacht, war sehr unterhaltsam. 12,5 Minuten Matchzeit, also auch nicht zu lang. Dadurch, dass halt 8 Personen im Match beteiligt waren, konnte man das Tempo durchgehend sehr hoch halten. Alle gehen gestärkt raus, außer vielleicht Ty Dillinger, weil er den Pin fressen musste. Aber er hatte auch Phasen im Match, wo er halt einfach wie pures Gold aussah. Also er ist teilweise schon echt abgegangen. Er ist over wie Sau immer noch, also von daher kann man das Argument bringen, er braucht den Sieg nicht unbedingt. Ja, und ich bin absolut zufrieden mit dem, wie Sanity dargestellt wurde. Sie hatten dieses komische Facepaint um die Augen. Vielleicht ein bisschen heftig, aber es sah eigentlich ziemlich cool aus. Also die Augen kamen sehr gut raus und deswegen sahen die halt sehr irre aus. Ja, auch ich würde sagen, das war gut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es immer machen sollten, aber so für Takeover kann man sich das überlegen fürs nächste, ob sie das dann nochmal machen. Weil ich fand, das sah nicht schlecht aus. Was macht man jetzt weiter mit Sanity? Ich denke, die Fehde gegen Ty Dillinger ist jetzt vorbei. Viel kann man da nicht mehr bringen. Und ich würde sie jetzt gegen die Tag Team Champions stellen. So als komplettes Stable. Weil ich glaube, anders geht's nicht. Spoiler, Spoiler. Wink, wink. Dann haben wir das einzige Singles-Match, in dem es um nichts Spezielles geht. Aleister Black in seinem Takeover-Debüt gegen Andrade Cien Almas, der eigentlich immer geile Matches raushaut. Er verliert aber meistens bei Takeovern. Jetzt gerade ist er aber so ein bisschen on fire. Er sieht wie ein Contender aus, wie ein Number One Contender. Ja? Er verkauft sich richtig gut, er hat seinen Groove gefunden. Und deswegen fände ich es schade, wenn er hier verlieren wird. Auf der anderen Seite kann ich Aleister Black nicht einschätzen. Ich kenne den Typen nicht. Das bisschen, was ich von seinem Charakter gesehen habe, sieht interessant aus. Ich bin mal gespannt auf seinen Entrance tatsächlich. Und ich kann die Matchqualität von vornherein nicht einschätzen, weil ich Aleister Black nicht kenne. Von Almas alleine wird das Match gut und schnell geführt und technisch sauber. Und das ist dann, denke ich, auch die Erwartung, die ich ans Match haben kann. Allein dadurch, dass ich Almas kennen. Ist jetzt natürlich nicht fair Black gegenüber. Weil es aber ein Takeover-Debüt-Match ist, denke ich, dass Black gewinnt tatsächlich. Das ist jetzt ein kompletter Blind-Pick. Aber Andrade Cien Almas, so cool ich ihn finde, ja, so sehr ich seinen Namen liebe und so geil ich den Typen im Ring finde, bei Takeover verliert er meistens, bringt andere Leute over.
Und das könnte ich mir halt hier auch vorstellen, vor allem wenn es ein Takeover-Debüt ist. Singles-Match-Takeover-Debüt sollte ich dazu sagen, ne? Nicht, dass jemand sagt, ja, aber bei Ruby Riott hast du das gesagt. Ruby Riott steht in einem Mix, also in einem Multi-Man-Match. Jemand anderes kann gepinnt werden und sie wird nicht geschwächt. Hat zwar trotzdem verloren, aber sieht dann immer noch gut aus. Im Singles-Match, denke ich, ist der Faktor halt eher, dass er dann eher gewinnen wird. Um das kurz zu erklären. Meine Match-Erwartungen sind so, ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Dadurch, dass Almas drin steht, denke ich, dass das Match gut wird. Weil Almas eigentlich immer ein gutes Matchup liefert. So, Aleister Blacks Debüt gegen Andrade Cien Almas El Ivolo. Ja, blieb unter 10 Minuten, aber war, also damit das kürzeste Match, war aber trotzdem nicht schlecht. Also der Entrance von Aleister Black, einsame Spitze, ja, dieses wieder so hochkommt wie bei einer Auferstehung quasi. Mit dieser Metal-Musik dabei und dann wird der Name in Runen eingeblendet. Da hatte ich schon so einen Moment. Der Typ ist im Ring, einsame Spitze. Wie er da übers, beim Einzug schon, wie er da übers oberste Seil springt mit so einer, mit so einem Salto und dann in einer perfekten Meditationspose landet, was er im Match dann nochmal gemacht hat als Springboard. Weil Almas halt sich am Anfang sehr, also muss man sagen, ne, Almas extrem gutes Healing durchs komplette Match. Er hat zwar auch abgeliefert, seine High-Flying-Aktion und wie auch immer. Super Technik. Man muss halt sagen, ne, als er rauskam, saß das Publikum auf den Händen und gegen Ende des Matches gab es Let's Go Almas Chance. Also der Typ, richtig, richtig geil. Auch wenn er schon wieder verloren hat, sah er nicht schwach aus. Also man konnte ihm echt abnehmen, dass er jetzt Aleister Black wegmacht. Die Match-Story war halt, dass er die Arme bearbeitet, aber Aleister Black mehr so auf Kicks geht. Und sein Finisher ist halt auch so ein Spinning-Heel-Kick. Dementsprechend konnte man quasi die Niederlage von Almas so verkaufen, dass er einfach die falsche Strategie gewählt hat, weil er ja Aleister Black noch nicht kannte. Und von daher fand ich das alles sehr passend. Aleister Black hat gewonnen sein Debüt, also habe ich da auch richtig getippt. Gefällt mir sehr gut, vor allem weil das so ein düsteres Gimmick ist, aber er ist Face offensichtlich. Also er ist jetzt hier gegen einen ganz kleinen Heel gegangen. Vielleicht könnte man ihn auch zum Tweener aufbauen, dass er halt so, er steht alleine. Das könnte ich mir mit dem Gimmick halt sehr gut vorstellen, dass er halt so für sich was ist und sich mit niemandem zusammentut. Dann könnte man ihn gegen Heels und Faces stellen und hätte dann einen sehr flexiblen Superstar, mit dem man verschiedene Fäden anfangen könnte. Würde mir sehr gut gefallen. Also ich denke nicht, dass zwischen den beiden jetzt eine große Fehde kommen wird, sondern dass es einfach ein Aufbausieg für Aleister Black war. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Showcase-Match. Triple Threat Tag Team Action für den NXT Tag Team Champion Titel. Aktuelle Champions, die Authors of Pain, Akam und Rezar, mit ihrem Manager Paul Ellering, treffen auf DIY, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa und The Revival, Dash und Dawson. Ich denke, die Entscheidung wird fallen zwischen den Authors of Pain und DIY. Denn The Revival werden wahrscheinlich demnächst hochkommen ins Main Roster. Spätestens mit dem nächsten Draft. Und ich hoffe, sie kommen zu SmackDown, weil die SmackDown Tag Team Division ist kaputter als die Raw Division. Die sind beide nicht gut, aber die SmackDown Division braucht es ein bisschen dringender. Bleiben wir aber erstmal beim Match. Authors of Pain. Noch ein bisschen grün im Ring, können aber dadurch, dass halt DIY und die Revival mit ihnen im Ring stehen, sehr gut protected werden und sehr gut dargestellt werden. Und deswegen halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass sie gewinnen werden. Dann kann man nämlich diese Monster-Team, oh, wer kann sie aufhalten, diese Story ein bisschen besser erzählen. Paul Ellering kann sie noch ein bisschen besser overbringen. Und Wenn DIY gewinnen würde, könnte man das über die Revival machen, dass er halt nicht einen der Authors of Pain pinnen. Insofern könnte man sie so oder so protecten. Aber ich denke, dass entweder DIY oder Authors of Pain, also zwischen den beiden wird der Sieg entschieden werden. Nicht, dass die Revival nicht irgendwie Momente haben werden, wo man denkt, oh, die gewinnen. Aber sie sind für mich keine wahrscheinlichen Sieger. DIY sind für mich besser in der Underdog-Rolle und deswegen würde ich sagen, Authors of Pain sind mein Tipp. In der Vergangenheit waren die Tag-Team-Matches immer so ein bisschen der Show-Stealer von TakeOver, dementsprechend hoch sind meine Erwartungen an dieses Match. Match of the Night, ganz klar, Triple Threat Tag-Team-Match. Was ich noch nicht wusste zur Zeit der Preview war, dass es ein Elimination-Match ist.
Schon mal sehr gut, was für Teddy Long Tag Team Matches sind, sind für mich Elimination Matches. Ich liebe sowas. Von daher direkt schon mal Bonuspunkte für mich. Der Einzug von Authors of Pain mal wieder richtig geil. Also, letztes Mal hatten sie so komische Tücher. Sah auch schon nicht schlecht aus, aber ist halt minimal schief gegangen. Und deswegen hat man sich jetzt für diese komischen Halbtotenkopfmasken entschieden mit diesen Tüchern. Das sah schon ziemlich cool aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, gegen DIY und The Revival, die beiden Teams, die ja eine richtig lange Rivalität gegeneinander haben, fantastische Matches gegeneinander hatten und jetzt quasi sich gegen die Authors of Pain zusammengetan haben über weite Strecken des Matches. Nicht ausschließlich, also man hat halt schon gemerkt, die mögen sich eigentlich immer noch nicht, aber sie mussten halt zusammenarbeiten gegen die Authors of Pain, um irgendwie eine Chance zu haben. Man hat die Authors of Pain echt wie solides Gold aussehen lassen, ja. Sie wirken ein bisschen unfertig, sie haben vielleicht nicht das Mega-Charisma. Aber war fantastisch, fantastisch, wie die aussahen in diesem Match. Es gab einen Table Spot, also ein aufgebauter Tisch am Anfang des Matches, der stand dann halt ein bisschen draußen rum. Und dann gab es halt die Situation, dass Tommaso Ciampa, einen der Authors of Pain, ich glaube es war Reza, durch diesen Tisch powerbomben wollte, aber Reza hat sich festgehalten. Dann kam Johnny Gargano noch dazu, hat mitgezogen, hat aber noch nicht geklappt. Und dann mussten die The Revival quasi noch die Clothesline bringen und dann hat es vier Leute gebraucht, um den Typen durch den Tisch zu hauen. Und direkt danach gab es halt gegen den anderen, also Akam, glaube ich. Ich weiß, dass es Akam ist, ich nenne ihn aber lieber Akam eigentlich, also gegen Akam. Gab es dann zwei Submission-Griffe gleichzeitig: einmal von Gargano und einmal von Dawson, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er hat halt nicht abgeklopft, das war so geil. Und dann gab es dann auch noch, also die Tag Team Finisher von DIY und Revival gab es dann so in einer gemischten Konstellation. Das, ich meine, Dawson und Gargano haben den Finisher von DIY gebracht und Dash und Ciampa haben dann die Shadow Machine gebracht. Das war so geil, einfach nur. Das war so mega krass. Generell die Match Story bis zur ersten Eliminierung. Perfekt, ja, also dann haben sie zusammengearbeitet und dann waren sie nur noch zu viert im Ring und dann gingen sie wieder aufeinander los. Die Atmosphäre, wie das Publikum abgegangen ist, als diese vier Männer im Ring standen zusammen, fantastisch. Am Anfang des Matches hat man The Revival sehr smart aussehen lassen. Elimination Match heißt halt, du kannst jeden eintacken, aber wenn ein Team raus ist, ist es raus. Und das heißt, Ciampa war halt schon ziemlich vermöbelt von den Authors of Pain, wollte auswechseln, war in der Ecke von der Revival und die gehen von der Ecke weg, dass er nicht wechseln kann. Haben dann später noch hinterm Rücken des Referees eingegriffen, so in einem Versuch, die Authors of Pain rauszukriegen. Und dann später haben DIY das gleiche auch gemacht. Fantastisch auch die Aktion. Es gab einen Superplex nach draußen auf die anderen Leute, die da standen. Der sah fantastisch aus. Und dann halt die erste Elimination war halt DIY. Authors of Pain haben sie rausgemacht, nachdem Dawson war es, glaube ich, wieder, den Fehler gemacht hat, also Ciampa, in den Ring zu rollen, nach dieser Superplex war das, glaube ich, sogar, um ihn halt rauszuwerfen. Und das war halt der Fehler dann. Authors of Pain nehmen Dawson aus dem Match, machen ihren Finisher an Tommaso Ciampa, werfen DIY raus, Publikum hat Bullshit gerufen, ja, also. Man hat damit richtig krass Heat gezogen auf die Authors of Pain. Man hatte allerdings auch eine Heel gegen Heel-Team-Situation danach, was ein bisschen komisch war. Aber ich denke, der Plan war halt wirklich mehr Heat für die Authors of Pain zu kriegen, weil die halt noch ein bisschen, ja, denen fehlte was. Aber spätestens nach dem Match sehen die wie richtig krasse Champions aus. Ich nehme es vorweg. Sie haben die Revival danach nach einer Zeit auch noch besiegt. Mit ihren Double Powerbombs. Und verteidigen den Tag Team Champion Titel, der übrigens ein neues Design bekommen hat. Side Note, alle Titel haben ein neues Design bekommen. Ich fand die Designs vorher eigentlich okay. Ich muss aber sagen, dass ich die jetzigen Designs stärker finde. Also gerade der Frauentitel sieht jetzt wie ein World Title aus, was er vorher mit diesen pinken Glitzersteinen halt nicht aussah, auch wenn das Design nicht schlecht war. Der NXT Title sah halt ein bisschen basic aus dafür, dass es der höchste Titel der Division war. Deswegen kann ich verstehen, dass man da ein neues Design gemacht hat, was relativ ähnlich aussieht zu dem Women's-Titel jetzt. Viele haben das kritisiert, habe ich im Netz gelesen. Aber ich finde halt gut, dass der Frauentitel gleichwertig ist. So sehe ich das. Na, und der Tag-Team-Titel sieht auch. Ich meine, das Design vom Tag-Team-Titel war von den drei originalen Designs noch mein Lieblingsdesign. Aber so jetzt sieht er auch sehr hübsch aus. Von daher kann man machen.
Ich weiß, also Matchzeit 24 Minuten. Match of the Year Contender für mich. Also war nicht nur Match of the Night, es war einfach fantastisch. Houses of Pain sahen fantastisch aus, von vorne bis hinten. Richtig getippt von mir, by the way. Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, wen will man gegen Houses of Pain stellen? Man hat zwar genau das gemacht, was ich vorher gesagt habe, so dieses, wer soll diese Monster aufhalten? Das haben sie gemacht, aber jetzt stelle ich mir halt wirklich die Frage, wer soll die aufhalten? Und wie ich eben beim ersten Match gesagt habe, ich würde jetzt Sanity gegen Authors of Pain stellen, und zwar das komplette Stable. Ja, also man könnte Nikki Cross zwar noch ein bisschen gegen Ruby Riott Singles-Fäden machen lassen, aber da die Teams sowieso unter den Männern ausgefochten werden, ist das kein großer Faktor. Man kann das restliche Stable trotzdem gegen Authors of Pain stellen. Ist zwar dann hier gegen hier, aber ich würde das dann hier halt eher aufziehen. Unaufhaltbare Monster-Champs gegen das unaufhaltsame Monster-Stable, ja. Dieses irre Stable. Und jetzt kann man dann halt überlegen, will man den Authors of Pain den Titel dann lassen? Dann würde man Sanity halt schwächen. Oder was ich machen würde, ist halt wirklich Sanity overbringen. Dann könnte man diese von mir angedachte Storyline mit Sanity versuchen, alle Titel gleichzeitig zu halten, bringen. Man würde Sanity halt wie Gold aussehen lassen. Ich sehe da auch sehr viel Potenzial drin. Akam und Reza, ja, also mit der jetzigen Darstellung halt ja, sehr gut. Die werden halt nicht die Titel ewig halten, sie werden die Titel vielleicht, je nachdem gegen wen man die stellt, noch ein bisschen halten. Frage ist halt, was macht man, wenn sie die Titel nicht mehr haben? Das macht mir halt noch ein bisschen Sorgen. Wenn der Monster-Heel-Run vorbei ist, was machen die dann? Ich denke aber, dass man das so bringen könnte. Außer Sanity sehe ich halt niemand an. Will man jetzt DIY nochmal dagegen stellen, das waren die ersten, die besiegt worden sind. Und ich denke, The Revival werden demnächst hochkommen ins Main Roster. Von daher bleiben bei mir nicht mehr so viele Teams übrig, wo ich sagen würde, yo, die könnten glaubhaft gegen Authors of Pain gewinnen, außer halt Sanity als komplettes Stable, weil die dann halt schummeln könnten. Der Paul Ellering, muss man ja sagen, der hat nicht eingegriffen im kompletten Match. Er stand halt nur bei der Seite, wie so ein Oldschool-Manager halt. So könnte man das dann aufbauen. Man braucht niemanden Face-Turn in dieser Konstellation. Apropos Faceturn, wurde bei The Revival ein paar Mal angeteased, aber man hat relativ deutlich gesehen, in dem Moment, wo es ihnen nichts mehr genützt hat oder wo sie die Hilfe von DIY nicht mehr brauchten, sind sie auch wieder gegen DIY gegangen. Also es war kein richtiger Faceturn. Hat mir aber ganz gut gefallen eigentlich. NXT Women's Championship. Asuka trifft auf Ember Moon. Das Match ist ein bisschen überfällig, aber durch die lange Warterei auf dieses Match fühlt es sich jetzt special an. Und Ember Moon fühlt sich als Contender auch sehr groß an. Asukas Storyline in der letzten Zeit war halt immer, sie ist halt durch das komplette Roster gegangen. Sie hat alle möglichen Contender besiegt. Sie hat im Fatal 4-Way-Match verteidigt. Und sie möchte einfach noch, bringt alle, die ihr habt, weil ich habe sonst keine Gegner. Das ist so ihr Stick. Und sie ist so minimal hier. Sie ist halt der so ein bisschen arrogant dadurch, dass sie halt so gut ist und sie weiß es. Und das ist ihr Stick. Und deswegen, sie ist so ein Mittelding zwischen Heel und Face, weil sie ist nicht direkt böse. Sie macht keine Heel-Aktion in dem Sinne. Aber ihr Auftreten ist halt so ein bisschen arrogant und egoistisch. Und deswegen ist sie so die Heel-Richtung. Während Ember Moon ein klarer Face ist in der Feder. So Storyline-technisch würde ich sagen, es macht Sinn, Ember Moon den Titel zu geben. Das Rematch findet so oder so dann statt und ich denke, sollte Asuka gewinnen, würde es halt dann ein Multi-Man-Match mit Ember Moon, mit Nikki Cross hoffentlich, vielleicht sogar noch mit Ruby Riott, wer weiß. Der Rest vom Roster bei den Frauen, was hat man denn da noch so? Man hat Billie Kay und Peyton Royce, die hatten jetzt beide schon einige Chancen auf den Champion-Titel. Man hat, ich meine, ich mag Liv Morgan, aber die ist für mich noch nicht bereit für einen Championship. Ja, also ich würde sehr gerne Asuka nochmal gewinnen sehen, aber ich denke, Ember Moon wird gewinnen. Also deswegen ist Ember Moon mein Tipp. Vor allem, weil ich nicht denke, dass es ansonsten Titelwechsel geben wird. Und gar keinen Titelwechsel im Takeover zu haben, halte ich für unwahrscheinlich. Der wahrscheinlichste Titelwechsel ist halt für mich der Frauentitel. Deswegen ist mein Tipp Ember Moon. Ich denke, man hat da sehr gute Chancen, im Nachhinein was zu machen. Das Rematch, also sollte Ember Moon gewinnen, das Rematch gibt es ja dann so oder so. Und dann hat das auch einen richtigen Grund, dass Asuka da nochmal
Feuer hat oder einen Grund hat, wirklich noch weiter gegen Ember Moon zu gehen. Wenn sie jetzt Ember Moon besiegen würde, würde sie dann halt sagen, ja gut, habe ich die auch besiegt. Nächster. Oder haben wir keine mehr, bringen wir ein paar mehr oder Multimäden, was weiß ich. Würde auf jeden Fall ein bisschen kreativer sein dann. Aber mein Tipp ist Ember Moon. So, Frauentitel. Asuka gegen Ember Moon. Hier habe ich falsch getippt. Mein Grund für den Ember Moon-Tipp war halt, dass es keinen anderen mehr im Frauenroster gibt, wo ich sagen würde, jo, der könnte Asuka glaubwürdig besiegen. Nachdem sie ja durchs komplette Roster schon durchgegangen ist. Gegen Nikki Cross hatte sie halt kein Einzeltitelmatch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja, ich dachte dann halt so, frischer Wind, Ember Moon kann man bringen. Was man stattdessen gebracht hat, war aber viel klüger als das, was ich mir gedacht habe. Und zwar hat man, Asuka war halt immer gegen Heels gestellt. Das habe ich ein bisschen ignoriert bei meinen Predictions. Und deswegen war sie so ein bisschen arrogant. Ich besiege sie ja sowieso alle, weil ich weiß, dass ich so gut bin. Aber weil sie gegen Heels gestellt hat, war sie halt trotzdem noch der Face in der Konstellation. Jetzt ist sie gegen einen Face gestellt. Und man hat halt wirklich gesehen, in den Interaktionen zwischen den beiden, dass da nicht viel Respekt erstmal war. Und nachdem sie halt festgestellt hat, oh, die kann mich tatsächlich besiegen, hat sie halt den Schiedsrichter in Ember Moon reingeschubst, als er auf dem Top Rope stand für ihren Finisher. Und hat quasi mit dieser Schummelei gewonnen. Ja? Also sie musste zum ersten Mal eine Abkürzung nehmen. Und das ist für mich ein sehr klares Zeichen für den Heel-Turn. Der wird kommen. Asuka verteidigt hier an dieser Stelle nochmal. Man kann die Fehde zwischen den beiden halt trotzdem weiterführen. Ne? Ursprünglich hatte ich mir halt gedacht, ja, wenn Asuka wieder besiegt, was will sie machen? Sie hatte auch in einem Interview hinterher noch gesagt, auf die Frage, who's next, hat sie gesagt, who's left. Aber da sie halt nicht clean gewonnen hat, kann Ember Moon halt immer noch hingehen und sagen, ja, hey, du musstest schummeln, das heißt für mich, dass du A, feige bist oder wie auch immer. Sie kann da noch ein neues Match aufbauen. Und ich denke, man hat sie ja nicht ihren Finisher durchbringen lassen. Caesar, no Eclipse. Vor Ember Moon hat Asuka immer gesagt, Eclipse ist ihr Finisher. Und man hat sich dran gehalten. Also man hat den Finisher nicht durchgebracht und dadurch hat man den Finisher halt auch protected. Ember Moon hat verloren, weil sie den Finisher nicht durchbringen konnte. Mir hat das Match sehr gut gefallen, wenn man das vernünftig aufbaut zum nächsten Takeover, das Rematch. Man sollte es jetzt 1-1 halten, finde ich. Dann kann da richtige Magie draus werden. Also das kann richtig groß werden. So, Main Event Zeit, NXT Champion Titel, Bobby Roode verteidigt gegen Shinsuke Nakamura. Es werden zwei sehr glorreiche Entrances, denke ich. Und allein auf die Entrances kann man sich schon freuen. Ich hoffe aber, dass die Fans nicht zu lange Nakamuras Theme singen, nachdem die Musik weg ist, weil dann fängt es an zu nerven. Ihr letztes Match, wo Bobby Roode ja den Titel geholt hat, fing sehr langsam an. Ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Und steigerte sich dann rein in etwas Fantastisches. Und ich erwarte was Ähnliches hier. Ich denke aber gerade, weil Shinsuke Nakamura so ein bisschen einen Grund hat, sauer auf Roode zu sein, dass das Match schneller anfangen wird. So wird sich also mehr wie so eine hitzige Konfrontation von Rivalen anfühlen. Vielleicht nicht ganz Grudge-Match, so persönlich ist die Fehde nicht. Aber es wird auf jeden Fall schneller anfangen und ich hoffe mal, dass es aber die gleiche Steigungskurve hat wie ihr erstes Match, nur halt einen höheren Anfang, was insgesamt dann ein besseres Match ergibt für meinen persönlichen Geschmack. Mein Tipp ist, dass Bobby Roode verteidigen wird. Denn, ähnlich wie bei The Revival sehe ich bei Shinsuke, dass er demnächst ins Main Roster kommt. Er war jetzt schon mehrmals Champion und er war auch lange Champion. Und es gibt keinen großen Grund, ihm nochmal den Gürtel zu geben. Klar, er zieht super, aber er würde bei Raw oder bei SmackDown genauso super ziehen. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen der beiden Roster ich ihn lieber sehen würde. Würde auch vom restlichen Draft abhängen. Aber ich denke auch, dass er genauso wie The Revival spätestens beim nächsten Draft in den Main-Kader hochkommt. Wenn nicht sogar als Surprise-Entrant oder wie auch immer. Einfach vorher schon. Ich denke, es wird ein würdiger Main Event, wenn ihm kein anderes der Matches die Show stiehlt, was ich nicht unbedingt vorhersehe bei der Card, aber was natürlich trotzdem passieren kann. Dann wird es auf jeden Fall ein großer Main Event. Es wird sich groß anfühlen, obwohl es eine Wiederholung ist.
Und ja, dementsprechend insgesamt sind meine Erwartungen an Takeover halt relativ hoch. Ich hatte schon höhere Erwartungen an ein Takeover. Aber ich sag mal so, es gab noch nie ein schlechtes. Das sieht auch nicht nach einem schlechten Takeover aus. Ich denke, ich werde nach der Show gut unterhalten sein und mich dann halt dementsprechend noch ein bisschen mehr auf WrestleMania freuen. Und hoffen, dass der Main-Kader gut nachziehen kann. Was er wahrscheinlich nicht tut, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Main Event, NXT Championship Match zwischen Bobby Roode und Shinsuke Nakamura. Die Entrances waren ziemlich gut. Also der von Shinsuke war ein bisschen, ja, gedeckt gehalten. Es war jetzt keine Violinorgie, wie er es schon mal hatte, sondern es war halt eher so hinter einem Tuch erstmal und dann hat er halt ein Bad in der Menge genommen und mit dem Zuschauer interagiert und sein Charisma aus jeder Pore tropfen lassen. Der Entrance war so gut wie immer. Und der von Bobby Roode war einfach, also erstmal ein Intro von zwei Pianistinnen, ja, zwei, die halt quasi so ein Intro gespielt haben und dann kam halt seine Musik. Er sah aus wie eine Statue, also er sah wirklich wie eine Trophäe aus. Auf so einer kleinen Drehbühne stand er. Mit dem weißen Licht drauf und er hat sich erstmal wirklich nicht bewegt, sondern nur gedreht. Das sah so krass aus, vor allem in Kombination mit der Musik. Und dann hat er sich halt nochmal rumgedreht. Der Entrance war halt pures Gold, ja. Bobby Roode sah so krass aus und sein Charisma war so gut. Generell, also die Entrances waren das Beste vom Match. Also ich habe richtig getippt, Bobby Roode hat verteidigt. Ich denke, es war Shinsukes letztes NXT-Match. Zumindest letztes Takeover-Match. Ich denke, er wird jetzt demnächst hochkommen. Ich hoffe zu SmackDown, da kann man, glaube ich, eher was mit ihm anfangen. Aber weil es halt ein großer Name ist, könnte er auch zu Raw. Also er könnte so oder so hin. Das Match war immer noch sehr gut gewrestelt. Also es gab immer mal wieder so, am Anfang gab es eine Matten-Wrestling-Sequenz. Es gab immer mal wieder so Charaktermomente zwischen den beiden. Und es gab einen Verletzungsengel ab der Hälfte mit dem verletzten Bein von Shinsuke, auf das Blut gegangen ist und dann ist Shinsuke aufs Bein gegangen. Und das war eigentlich sehr, sehr gut. Was mich halt ein bisschen rausgenommen hat, ist, dass Shinsuke ständig vergessen hat, sein Bein zu sellen nach einer Weile. Und Root, obwohl der Arm viel weniger bearbeitet wurde als Shinsukes Bein, hat halt den Arm die komplette Zeit durchgesellt. Root generell, super Healing, viel besseres Selling als Nakamura, muss man eiskalt sagen. Und Nakamura hat nicht so viel Strong Style Stuff durchbekommen. Was halt komisch ist für einen Strong Style Wrestler. Und man muss auch sagen, das Match war halt ziemlich ähnlich zu dem letzten. Also genau wie beim letzten Mal gab es diesen Verletzungsengel, genau wie beim letzten Mal gab es den langsamen Aufbau. Es war wieder mal, genau wie beim letzten Mal, das am langsamsten geführte Match des Abends. Und es war genau wie beim letzten Mal, hat es sich lang angefühlt, einfach nur. Also es gab sehr viele Submission-Stellen und es wurde sehr viel das Tempo rausgenommen zwischendrin. Wenn das Fahrt aufgenommen hat, war es sehr gut. Aber man hat halt auch gemerkt, das Publikum war nicht ständig dabei. Also es klingt halt blöd, wenn man sagt, das Main Event war das schwächste Match des Abends, weil es halt immer noch ein sehr gutes Match war. Also ich denke, bei WrestleMania könnte man das so bringen. Aber für NXT-Verhältnisse war es halt nicht der heftigste Main Event, den man hätte bringen können. Es fühlte sich immer noch groß an. Es fühlte sich immer noch wie ein vernünftiger Main Event an, aber es war halt von der Matchführung her nicht so krass wie alle Matches davor. Also alle vier Matches, die davor kamen, vor allem das Tag Team Match, waren besser als der Main Event. Der Main Event war halt immer noch sehr gut. Ging 28,5 Minuten. Frauenmatch ging übrigens 12 Minuten, habe ich vergessen zu sagen. Insgesamt hat mir NXT Takeover ziemlich gut gefallen. Also es war jetzt nicht der beste Takeover, den ich je gesehen habe. Aber man muss immer noch sagen, es gab immer noch kein einziges schlechtes Takeover. Und alle Matches waren wahrscheinlich besser als das, was wir bei WrestleMania kriegen werden, mit ein, zwei Ausnahmen. Mein WrestleMania-Video kommt dann wahrscheinlich die Tage direkt, weil ich die ja direkt hintereinander filmen werde, weil die Events ja direkt hintereinander kommen. Das war unnötig lang. Aber ja, sagt mir mal, wie ihr dieses Format fandet. Also, wenn ihr mit Wrestling nichts anfangen könnt, spart euch eure Meinung. Aber oder ihr sagt mir einfach, was ihr von diesem Format an sich haltet. Jedenfalls hinterlasst einen Kommentar, haut rein.